So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Farming Simulator 22. Jawohl, ja, wir waren lange nicht auf unseren Höfen. Oh, da ist der Roxy. Oder Tyler. Aber eigentlich der Roxy. Ja, gut. Kriegt mal ein bisschen Fresschen, bitte, wie immer. So, wo kommt es gleich an die Rand? Da kommt es an die Rand. Wo ist sie denn hin? Da ist er. Mahlzeit. Ja, rennt zu deinem Napf. Gut, wir haben mittlerweile auch reichlich Honig, was wir brauchen. Ja, cool. So, da wir lange nicht da waren, schauen wir uns erstmal um. Nein, da wollte ich eigentlich. Nein, da wollte ich gar nicht hindrücken. Ich wollte da hindrücken. Und zwar. Ja, Mutschukus geht's gut. Die brauchen ein bisschen Stroh. Milch haben wir jetzt 40.000 Liter. Wow. Immer natürlich auch in die Produktion stecken. 40.000 Liter haben wir jetzt Milch. Okay. Wie sieht's aus mit den Hühnern? Wow. Eier sind voll. Okay. Alle Hühner. Alle? Ja, alle voll. Oh Gott. So. Hühner, alles voll. Bei den Schafen. Jo, haben wir auch genug Wolle. Gras haben sie noch ein bisschen. Das müssten wir dann euch wie mal gucken, ob wir euch wohl noch Gras ernten. Naja, gut, das ist recht erwascht. Ja, ja. Und bei den Schweinen, ja, auch alles gut. Die haben ja nicht viel Kühle abgegeben. Ja, das mit den Futter hier, das soll ich irgendwie hinkriechen. Jo. Müssen wir mal sehen. Gut. Dann gucken wir mal auf die Felder. Ach, was ich schon gesehen. Oh, Killer, Mist haben wir auch auf. Müssen wir auch mal abfahren. Jo. Was macht er hier? So. Gucken wir mal ab. Aber leider nicht drin. Hoi. Okay. Voll. Gut. Gut, hier hat man Sonnenblumen. Also wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen erntereif, okay. Bisschen umgucken, natürlich, wie gehabt. Ein wenig umgucken. So, jetzt will ich mal gucken, ob wir unser Zuckerrohr endlich mal ernten können. Ich glaube schon. Ja. Hier müssen wir ja. Müssen wir uns Kraut entfernen. Cool. Können wir endlich auch ernten. Cool. So, haben wir da drüben noch ein paar Felder. Was denn hier? Gras ist auch fertig. Cool. Mal Gras ernten. Ja, die Schäflein. Was haben wir denn hier? Ja, einfach hier durch den Wassergraben. Raps ist noch im Wachstum. Okay, gut. Da haben wir auch noch alles Raps. Also wird das noch alles im Wachstum sein. Denke ich mal. Ja. Ja, ja. Ja, ist alles noch im Wachstum. Hier haben wir auch noch mal ein paar Raps im Wachstum. Ja, aber so haben wir jetzt eigentlich reichlich. Zumindest mit dem Zuckerrohr haben wir dann auch einen Haufen. Was wir tun müssen. Ja, ich habe mir ja noch mehr Baumwolle. Okay. Wir wollen ja Klamotten machen, das stimmt. Hier haben wir noch mal Sonnenblumen im Wachstum. Ja, oh gut. Ich wollte eigentlich mal da runterlaufen. Ja, auch noch ein paar Felder. Da lang. Jo, müssen wir mal gucken, ne? Waren jetzt eine ganze Weile nicht da. Gleich nur hier durch. Nein, schwimmen will ich jetzt nicht mehr schwimmen. Sind wir gleich gewaschen, genau. So, was haben wir denn hier schönes stehen? Ja, ich muss selber erst mal gucken. Kerste haben wir hier stehen. Okay, dann wird das alles noch im Wachstum sein. Ich denke mal, hier vorne auch noch alles im Wachstum.
Aber was das Schönste ist, wir können endlich mal Zuckerrohr ernten. Jo. Weizen ist auch noch im Wachstum. Das ist schlecht. Weil eigentlich bräuchten wir mal ein bisschen Wachs. Stroh. Ja, wenn nicht, dann müssen wir Stroh kaufen. Das ist auch nicht das Problem. So. Das jetzt so. So, dann haben wir ja hier noch. Ja, auch noch welche Felder. Einige Felder. Ich weiß jetzt nicht, ob wir uns mit den Sonnen. Doch, wir hauen uns die Sonnenblumen rein. Quatsch. Wir ernten die Sonnenblumen. Und dann werden wir uns beschäftigen mit den Zuckerrohr. Das wird auch noch ein Wachstum sein. Aber hier haben wir auch noch ein bisschen Gras für die Schafe. Das ist auch nicht schlecht. Was haben wir denn hier Schönes noch? Jo, das ist erntereif. Es ist okay, gut. Dann überlege ich mal gleich mal spontan. Also gleich wieder so. Muss mir bloß mal überlegen, was mache ich als erstes? Mähdrescher holen und die Sonnenblumen machen, ne? Oder? Ja, würde ich auch sagen, genau. Wir holen uns einen Mähdrescher, genau. So, aussteigen. Ich hätte jetzt bloß ein bisschen überlegt. Ja, wir machen einen Mähdrescher. Ja. Den haben wir ja drin. Ja, ja. Dann würde ich sagen, ja, fahren wir aufs Feld. Großer Hänger, der ist ja voll, ne? Ja, wenn nicht, dann lachen wir das ein. Zwei. Nee, das können wir ja. Ach nee, wir haben erstmal kein Heu, ne? Das ist. Wohl, wir können das. Nee, wir haben ja Heu. Das könnte man ja. Brauchen wir jetzt kein Gras ernten in den? Na doch, das können wir ja, das geht immer. Lieber lachen wir das Heu ein und holen uns dann für die Schafe wieder Gras. Genau. Würde ich sagen. Gar nicht mal so groß auf dem Schirm gehabt. Warum stoppt denn der immer so? Das ist bloß der Rasenmäher, der immer so gleich stoppt. Ehemal. Sobald du vom Gas gehst, da hält er an. Sehe nicht. Sehe nicht. So. Vorher klar. Moment. Ach, du siehst doch mal nichts. Jetzt. So, was ist das jetzt? Nee, passt immer noch nicht. Gott. Jetzt müsste es passen. Jetzt müsste es passen. Genau. Naja, fast. Jo, passt. So. Springen wir mal rüber.
Ein, was wollte ich jetzt machen? Genau. Da kommt an jetzt Zuckerrohr. Warte mal. Wir brauchen was Zuckerrohrtechnik. Kartoffeln. So, was macht der mit brauche ich dazu der Krautentferner dabei? Weil wir brauchen ja muss ja ein Krautentferner dran sein, ne? Anhängerkupplung, ne, das brauchen wir nicht. Wir mieten uns den mal und da probieren wir das mal aus. Dass wir uns erst noch einen Krautentferner holen müssen. Ach, ich wollte noch. Naja, gut. Gut. Wir probieren es mal aus. Mal sehen. Ich habe das noch nie gemacht. So kann ich in den Schubert noch nicht richtig lenken. Was wieder komischerweise, den kann ich schon wieder nicht richtig lenken. Ach, ich hätte gleich da lang fahren können. Na ja, gut. Ach, was ist das? Kann ich den nicht richtig lenken? Hier ein Zaun, kann ich hier nicht durchfahren. Ist doch kein Zaun. Ich kann die nicht richtig lenken. Ich den auch aufklappen, ja. Ja. Der macht nichts. Jetzt vielleicht. Cool. So weit. Ich habe das noch nie ausprobiert. Keine Ahnung. Muss ich jetzt machen? Da macht er nichts. Ah, ich habe keine Ahnung. Soll ich ihn was senken oder so? Ich das eh nicht Dinge senken oder so? Den muss ja runter, ne? Aber man kann hier ja nichts umstellen. Allein, ich wollte mich das aufklappen. Das muss da irgendwie gesenkt werden, oder?
Ach nee, doch so. Okay. Gut. Warum hat der Helfer das nicht gemacht? Macht er das jetzt? Nö, das macht er nicht. Nö, das macht er nicht. Also müssen wir es selber machen. Ja, ist ja nicht so schlimm. Muss halt selber. Wo sieht man eigentlich die Prozente, wie voll der ist? Ist ja schon witzig. Naja, ist nicht schlecht. Wow, Moment. Ich hab nicht gelenkt. Nee, oder? Willst du nicht anders fahren? Super. Hier habe ich eine Anzeige. Auch bei den Zuckerrohr habe ich keine Anzeige. Ja, ich muss mal einen kleinen Hänger holen, mal gucken, ob man den recht. Ah! Könnte man ja Hänger dranhängen, ne? Und zuklappen hier. So, da kann der auch stehen bleiben. Moment. Kann es sein, dass man jetzt im falschen. Aber das liefern wir mal hier ab. Und da will ich mal. Ach, wir brauchen einen Anhänger. Guck mal. Mal Hänger dran hängen. Stimmt. Haben wir jetzt einen Anhängerkupplung dran? Oder habe ich das abgemacht? Wir bringen mal den Hänger hoch. Mal gucken. Ja, wie gesagt, mit Zuckerrohrtechnik. Hab noch keinen Plan. Kann es sein, dass wir jetzt ein bisschen Zeug verschludert haben? Mal gucken, haben wir eine Anhängerkupplung? Nee, haben wir nicht. Nicht wirklich. Oder? Na doch. Oh. Nein, geh nicht an. Hör auf. Ich glaube, der passt nicht dran, oder? Der füllt rein, ja. Aber anhängen kann er nicht.
Nein. Bräuchte man wahrscheinlich einen normalen Hänger. Jetzt hier was drin, ja. Aber wo ist er denn? Hier. Jo, ein bisschen ist drin. Also bräuchte man jetzt einen normalen Anhänger, glaube ich. Oh, ich habe das Ding verzerrt. Bräuchte man einen normalen Anhänger, ne? Haben wir eigentlich sowas da? Müssen wir gucken. Haben wir sowas da? Ah, okay. Solche, das würde auch nicht funktionieren, glaube ich. Ich glaube, wir bräuchten da einen normalen Hänger, aber einen normalen Hänger haben wir doch gar nicht da. Hey, haben wir nicht. Ich glaube, einen normalen Hänger haben wir nicht da. Mal gucken. Dann müssen wir in der nächsten Folge uns einen normalen Hänger holen. Genau. Uns in der nächsten Folge einen neuen Hänger holen. Warten Wasser aus. Ja, haben wir noch drin, 10.000 Liter. Sind es noch 16.000 Liter, alles gut. Ja, da würde ich sagen, in der nächsten Folge normalen Hänger holen. Und modernerweise spontanerweise das hinten an der Zuckermaschine dranhängen. Okay, gut. So, ihr Lieben, so bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes, ein mega Daumen an euch und viel Spaß bei Alice22 und auf meinem Kanal und tschüss.